Also, wir haben heute Jesus als Menschensohn und als Muttersohn. Und hier haben wir eine der vielen romanischen Madonnen, an denen immer auffällt, dass Jesus kein Knabe ist, sondern ein erwachsener Mann. Er sitzt auf dem Schoß der Mutter, sie sitzt auf dem Thron, aber sie ist gleichzeitig der Thron, auf dem jeder Mann sitzt. Denn ihr Schoß ist der Thron. Das ist das alte Weltbild. Und da können wir jetzt die Isis reinspielen, die ja auch den Thron am Haupte hat und die auch eben ihren Isis-Sohn auf dem Schoß ist, haben wir auch hier. Was auffällt ist, dass immer in diesen romanischen christlichen Darstellungen der Sohn der Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten aussieht. Ja, hier, eine Seitenaufnahme. Ja. Aber das sind alle. Das sind nicht einige Ausnahmen, die ich so rausgepickt habe. Das ist das Wesen dieser Darstellungen. Und nun wollten wir uns fragen, was ist damit gemeint, dass Jesus ein Muttersohn ist? Weil das Wort ist ja bei uns doch sehr negativ besetzt. Und ich werde euch jetzt mal vorlesen, wie ich den Muttersohn definiere. Es ist für mich kein Schimpfwort, sondern ein Ehrenname. Ich verstehe darunter keinen infantilen, abhängigen Charakter, also dieses Muttersöhnchen, wie man sagt, sondern nichts Geringeres als den matriarchalen Mann, der sich nicht mit der Vaterwelt, also mit der patriarchalen Vaterwelt identifiziert und gemeintut. Er ist der wahre Dissident. Denn Muttersohn zu sein und auch sein zu wollen, ist in diesem Sinne eine geistige Entscheidung, eine Sache der Gesinnung, nicht nur der Erziehung, eine politische Mutprobe. Ich denke also mitnichten an Softies und an Wehleidige, denn wir brauchen nicht den sogenannten neuen Mann, der noch pflegebedürftiger ist als der alte, weil er jetzt auch noch den Psychoservice verlangt. Wir brauchen politische, loyale, matriarchale Hardliner. Und als einen solchen verstehe ich Jesus. Und diese Vorstellung oder diese Idee habe ich gewonnen eben durch das Magnifikat, das wir gerade gehört haben. Wenn er also von Gott spricht, spricht er eben von einer Gottheit, die die Herrschenden vom Thron stürzt. Eine Gottheit, die die Ruach, die Sophia in sich birgt. Also im Wesentlichen nehme ich diese Vorstellung aus, ich will jetzt nicht alle Bibelstellen vorlesen, dann komm ich gar nicht zu Ende, wo, wenn er sagt zum Beispiel, die sich selbst erhöhen, werden erniedrigt oder die Erniedrigten werden erhöht werden, sagt er an verschiedenen Stellen, bei Matthäus und Lukas, das sind die beiden, die ja auch die Weihnachtsgeschichte aufgeschrieben haben. Und wenn ich weiter gucke, und das mache ich ja nun, dann hat Jesus nachweislich weibliche Werte vertreten. Was weibliche Werte sind, werden wir dann sehen. In erster Linie geht es beim Weiblichen darum, dass die Schwachen geschützt werden vor den Starken. Und das macht ja jede Mutter. Dass jede Mutter erstmal ihr Kind schützt, damit es überhaupt lebensfähig wird. Und diese Haltung Jesu zeigt sich für mich so mit am deutlichsten in der Geschichte von der Ehebrecherin, die ja nun auf frischer Tat ertappt wurde sozusagen. Das heißt, die haben ihr aufgelauert, diese Schriftgelehrten und Pharisäer, jedenfalls das religiöse Establishment. Und das möchte ich, also diese Geschichte steht nur bei Johannes 8, 1 bis 11. Das heißt, hier bringen die Schriftgelehrten und Pharisäer diese Frau, die sie gerade ertappt haben, also sie müssen richtig, was weiß ich, die Fenster geguckt haben, auf Lauer gelegen haben, bringen sie zu Jesus, bringen aber den männlichen Ehebrecher nicht mit. Das ist das, da findet schon diese Selektion statt, die wir auch in unserem Rechtssystem haben, dass Frauen sehr viel leichter für schuldig erklärt werden oder dass ihnen nicht geglaubt wird, dass sie keine mildernden Umstände kriegen und so weiter und so fort. So, sie ist also ergriffen worden und wird in die Mitte gebracht, hingestellt und sie sagen, Lehrer, die oder Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz des Mose steht oder wird geboten, solche zu steinigen. Was sagst du dazu? Es ist natürlich eine Herausforderung. Sie wissen, sie hätten sie auch ohne Jesus zu fragen steinigen müssen, aber sie wollen ihn jetzt provozieren. Ist er ein Vertreter dieses Gesetzes? Und das Gesetz wurde ja als das Gesetz Gottes verstanden. Und Jesus, statt ihnen zu antworten, Jesus bückt sich
nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Das heißt, wir wissen nicht, was er geschrieben hat, aber einige Theologen meinen, er hätte vielleicht ein paar Namen unter den Schriftgelehrten aufgeschrieben und daneben geschrieben, was die sich geleistet haben. Denn es ist ja immer so, wenn solche Typen selber fremd gehen, dann verheimlichen sie das, aber andere werden angeklagt. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie, einer nach dem anderen, hinaus, angefangen von den Älteren. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Und Jesus sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Das heißt, hör auf, dich mit dem Typen da zusammenzutun. So. Und hier zeigt sich für mich ganz deutlich, dass für ihn nicht das Gesetz Mittelpunkt seines Glaubens und seiner Lehre war, sondern der Mensch. Und das zeigt sich auch, wenn er zum Beispiel sagt, der Mensch ist nicht für den Sabbat geschaffen worden, sondern der Sabbat für den Menschen. Das heißt, alles soll dem Menschen dienen, ohne dass er jetzt ausbeutet. Aber das, was wir an Gesetzen schaffen, muss im Dienste der Menschen geschehen. Wenn wir auch noch die Gleichnisse anschauen, die Jesus, nein, ich will noch erstmal bei den Frauen bleiben. Ich komme noch zu den Gleichnissen gleich. Im Umgang mit den Frauen habe ich mir immer, also in meinen Büchern zum Beispiel, sind zwei Geschichten, wo es ganz deutlich wird, dass Jesus selbst in der Begegnung mit Frauen gelernt hat. Dass er also nicht als perfekter Muttersohn vom Himmel gefallen ist, sondern dass er das erworben hat. Sei es einmal im Umgang mit seiner Mutter, sei es durch die mütterliche Erziehung, aber auch im Umgang mit anderen Frauen, mit fremden Frauen. Denn diese Erzählung zeigen beide, dass es Frauen waren, die nicht aus dem jüdischen Kreis waren, aus dem jüdischen Kulturkreis. Und das finde ich so wichtig. Die eine ist die Geschichte von der kanaanäischen Frau, kennt ihr vielleicht alle, oder auch Syrophönizierin genannt. Wer kennt sie nicht, wer würde sie gern noch mal hören? Eine Frau läuft ihm nach, er verlässt offenbar jüdisches Gebiet. Die Frau rennt ihm hinterher und sagt: Herr, hilf meiner Tochter, und meine Tochter ist schwer krank. Und die Jünger sagen, sie soll gehen, und Jesus würdigt sie keines Blicks und gibt ihr keine Antwort. So. Und sie plärrt praktisch weiter hinter ihm her, lässt keine Ruhe. Und dann dreht er sich um und dann sagt er wirklich ich muss das euch mal vorlesen, sonst denkt ihr, dass ich mir das ausdenke, die wirklich unverschämten Worte. Da traten seine Jünger zu ihm und baten ihn: Lass sie doch gehen, sie schreit uns nach. Also das war die Anstellung der Jünger. Also sag, sie soll abhauen. Ja? Er antwortete aber und sprach: Ich bin gesandt nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also hat eine nationalistische Eingrenzungspolitik. Also für mein Volk bin ich da und nicht für diese Ausländerin. Ja? Seine Einstellung. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach, jetzt hört gut zu: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Und Ausländer wurden wirklich von den Juden als Hunde bezeichnet. Noch heute im Talmud nachzulesen. Unwürdig. Ja? Und das ist Jesu Meinung. Das ist nicht, dass er sie testen will, ob sie nun stark genug ist, so lange zu betteln, bis er sich erweichen lässt. Das ist seine Haltung hier. Sie sprach, offenbar sehr geistesgegenwärtig: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde doch auch von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Ja, wenn du mir schon nichts geben willst und die Herren da bemühst, die lassen wenigstens was fallen, dann lass doch auch was fallen für mich. So. Da antwortet Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, die geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zur selben Stunde. Und mich wundert, dass Theologen nicht erkennen, dass Jesus hier ist, der die Wandlung vollzieht. Die Frau bleibt bei ihrem Willen, die Frau bleibt bei ihrer Bitte und Forderung, was immer das gewesen ist, ja. Und er sagt nicht,
Ich habe dir geholfen. Er sagt, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Ja? Nicht ich oder Gott heil nun deine Tochter, sondern was du willst, soll jetzt geschehen. Und wahrscheinlich brauchte sie eine solche Bestärkung. Also ich würde sagen, dass er hier noch ein richtiger Schovi ist, ne? Wenn er sie als Hündin bezeichnet oder mit Hunden vergleicht, ja, das ist eine chauvinistische Haltung. Und ich meine, ich bin froh, dass dieser Text in die Bibel gerutscht ist. Da hätte eine Menge gefehlt. Und wenn wir unter diesen Vorzeichen jetzt nochmal die Geschichte uns angucken von der Frau am Jakobsbrunnen, da geht es ein bisschen subtiler. Aber es ist genau dieselbe Geschichte im Grunde. Johannes überliefert die. Johannes 4, Vers 9 bis 39. Das ist, glaube ich, die längste Erzählung von einer Begegnung. Da kam er in eine Stadt Samariens. Also Samarien ist dieses Mischgebiet, wo, also nach dem Überfall der Assyrer, wo die Juden sich vermischt haben mit anderen Völkerschaften. Und das war in der Politik der Assyrer begründet, die dort verschiedene Völkerschaften angesiedelt hatten, damit sie sich vermischen sollen. Ja, das war der Wille der syrischen Herrscher. Da kam er in eine Stadt Samariens, die hieß Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde, also Mittagshitze. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Das heißt im Klartext, er hatte kein Schöpfgerät. Und offenbar war an dem Brunnen auch kein Schöpfgerät. Er konnte aus dem Brunnen kein Wasser schöpfen. Und sie hatte das. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Also wird erklärt, warum er da alleine sitzt. Er wartet auf die Jünger. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie? Du, ein Jude, erbittest zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Also das Verhältnis zwischen den Juden und den Samaritern war so schlecht, dass die meisten Juden, zumindest die Gläubigen, einen Umweg um Samarien machten, wenn sie in den Norden kommen wollten. Die würden nie das Land durchqueren, genau aus dem Grunde nicht, weil sie nicht große Schöpfgeräte mit sich schleppen wollten und mussten so viel Wasservorrat mitnehmen, dass es reichte, um Samarien herumzugehen. Sie wollten das Land nicht durchqueren, weil das war das Land der Unreinen. Ach, und dann wird noch erklärt, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete, übrigens auf dem Hintergrund bekommt ihr das Gleichnis vom barmherzigen Samariter nochmal eine gewisse Brisanz, dass der dem Priester und Leviten vorgeführt wird als der vorbildlich Handelnde. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann betest du ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Das ist eine solche hochmütige Antwort, ja, wenn du wüsstest, wer ich bin, ja, wer hier mit dir redet, ja. Also, du müsstest mich eigentlich bitten, ja, ich bitte dich zwar jetzt, aber ich habe lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob? Sie erinnert ihn also daran, hör mal, wir haben dieselben Vorväter und es ist auch unser Vorvater, nicht nur deiner. Ja? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Und man merkt richtig, sie gewinnt so ein bisschen Stolz daraus. Ja, dass sie auch in dieser Tradition steht. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, der in das ewige Leben quillt. Also er predigt sie an und rühmt seine Fähigkeit, sein Wasser, sein was weiß ich. Ja? Spricht zu ihm die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und ich nicht herkommen muss, um wieder neu zu schöpfen. Pragmatisch, die Frau, ja, komm, rüber damit. Ja, ist doch fantastisch, wenn ich dann nicht mehr herkomme. Ja, sehr, sehr pragmatisch gedacht. Spricht er zu ihr,
also jetzt muss ich noch eins draufgeben, ja, um sie klein zu kriegen. Geh und ruf deinen Mann und komm wieder hierher. Jeder wusste, wenn eine Frau in der Mittagshitze zum Brunnen geht, dann ist sie eine Ausgestoßene. Das taten keine Frauen vor Ort. Die gingen alle bei Sonnenuntergang, wenn es kühler wurde, in der Gemeinschaft gemeinsam Wasser holen. Und sie zeichnet sich schon als Outcast aus, weil sie in der Mittagshitze geht und alleine. Keine Frau geht mit ihr. Ja? Keiner will mit ihr Gemeinschaft haben, weil sie eine Ehebrecherin oder sonst was ist. Also in einer illegitimen Beziehung lebt. Eindeutig daran abzusehen, muss er kein großer Prophet sein. Denn warum wurde eine Frau ausgeschlossen? War immer derselbe Grund. Und dann distanzierten sich die anderen Frauen auch. Die Frau antwortete zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Du hast recht gesprochen, auch nicht die feine Art. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesen Berg angebetet. Und jetzt leitet sie über in ein ganz geistiges Gespräch. Na, wenn du ein Prophet bist, dann wirst du mir ja auch sagen können, was ich schon immer gerne wissen wollte. Ist ja prima. Unsere Väter haben auf diesen Berge angebetet und ihr sagt, Jerusalem sei die Stätte, wo man beten soll. Ja, was ist das denn nun? War das nun falsch, was unsere Väter gemacht haben? Die haben alle hier gebetet, wir beten hier auch. Und kommt das jetzt nicht an, weil wir hier beten? Müssen wir jetzt alle jedes Mal zum Beten nach Jerusalem gehen? Oder was ist los? Wollte ich schon immer mal wissen. Wirst du mir jetzt sagen können. Jesus spricht zu ihr. Und ich glaube, an dieser Stelle bekommt Jesus einen Erkenntnisschub, eine Durchbruch, ja? Weil er merkt, dass dieses ganze nationalistische Trennen, was er ja hier mit unterstützt hat im Grunde genommen, dass das irgendwo ja doch nicht weiterführt. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem anbeten werdet. Und jetzt noch ein kleiner Hieb. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber, und jetzt wieder ein Erkenntnisschwung, aber es kommt die Stunde und ist jetzt schon da. Also warum Zukunft? Warum soll die nicht jetzt schon geschehen? Ja? Und ist jetzt schon da, dass die wahren Anbeter anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist. Mit anderen Worten, Gott ist Ruach. Und die ihn anbeten, müssen ihn in der Ruach und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Das heißt ja nur der Gesalbte. Ja? Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Und nun kommen die Jünger zurück und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Also sie wundern sich. Das heißt, das sind sie von ihm nicht gewohnt gewesen, dass er mit einer Frau redete. Also hier ist was Neues passiert. In ihm eben auch. Doch sagte niemand, was willst du oder was redest du mit der Frau? Also sie trauten sich nicht, das offen auszusprechen. Hör mal, was machst du denn hier? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt, und spricht zu den Leuten, kommt, seht, einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Unterdessen mahnten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise, von der ihr nicht wisst. Dann sprachen die Jünger untereinander, hat ihm jemand zu essen gegeben? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen tue, dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Das heißt, er spürt auf einmal, dass er damit, wie er sich jetzt ihr gegenüber geöffnet hat, dass er damit göttlichen Willen verwirklicht hat. Und dann ruft sie die anderen herbei und sie kommen und das heißt, sie glauben dann an Jesus und das Ganze geht gut aus. Also, das sind für mich also erstmal zwei Geschichten, die zusammengehören. Ja? Beide von Frauen und beide von unterschiedlichen Evangelisten überliefert. Aber
die geben uns Einblick in diese andere Haltung, die Jesus gehabt haben muss. Denn wenn jemand einen makellosen Jesus hätte am Zeug flicken wollen, da wäre so viel Protest gekommen. Und dass diese beiden Geschichten es überhaupt so ins Neue Testament geschafft haben, ja, das heißt, da muss eine Überzeugung drin gewesen sein, die auch die Menschen noch geteilt haben. Dass sie eben nicht glauben, dass er als perfektes Wunder auf die Erde kam und sündlos war. Dass er auch Schuld hatte und dass er gerade durch seine eigene Schuld am meisten gelernt hat. Dann noch, jetzt auch zur Symbolik wieder noch, Gleichnisse. Da ist einmal das Gleichnis vom Schatz im Acker. Ja, da heißt es, ein Mann ging hin und grub und hat im Acker einen Schatz gefunden, hat er wieder zugemacht und ist gegangen, hat sich diesen ganzen Acker gekauft, damit der Schatz rechtmäßig ihm gehört. Aber was ist denn ein Schatz in der Mutter Erde, der verborgen ist und der gehoben werden muss? Ja, das eine. Das andere Gleichnis handelt von einer Perle, nach der ein Kaufmann sucht, das heißt, er weiß, dass es sie gibt, er weiß aber nicht wo. Und das heißt, er durchreist die ganze Welt, um nach dieser einen wertvollen Perle zu suchen und sie zu finden. Wenn ich den Schatz angucke, den Schatz in der Mutter Erde und die Perle, dann würde ich sagen, es ist etwas, was wertgeschätzt wird. Und es ist die verloren gegangene Wertschätzung des Weiblichen. So aus meiner Sicht. Genau das wird entdeckt und darüber erzählt Jesus, oder er sagt, das Gleichnis vom Sauerteig. Ja? Eine Frau, das Reich der Himmel, ja, das muss ich noch sagen, das sind ja Reichsgottesgleichnisse. So. Und wenn wir uns den Begriff Reich Gottes, ja, Reich, denken wir an Kaiserreich, Nazireich, was weiß ich, wie die Reiche alle heißen. Dieses Reich Gottes ist aber ein durch und durch femininer Begriff, das heißt im Hebräischen die Malchut. Die Malchut leitet sich ab von der Malacha, von der Königin, nicht vom König. Ja? So. Das heißt, das Reich Gottes ist ein Reich weiblicher Werte oder weiblicher Wertschöpfung oder weiblicher Wertschätzung, wie immer wir das jetzt genau übersetzen wollen. Aber es ist nicht ein Reich, ja, wie es das deutsche Wort suggeriert. Wir kriegen solche Assoziationen nicht mit der deutschen Sprache. Aber wenn ich die Malchut einsetze oder immer für Heiligen Geist die Ruach einsetzen würde, die ja wirklich die hebräischen Begriffe dafür sind. Und ich frage mich, warum haben denn die Übersetzer nicht versucht, dafür wenigstens ein Äquivalent zu finden, nämlich ein Femininum? Ja? Sie waren nun ganz hilflos der deutschen Grammatik, der Sprache ausgeliefert, auch die Ernsten, aber haben damit die ganzen Symbole im Grunde genommen verschandelt und völlig andere Assoziationen in uns hervorgerufen. So, also die verloren gegangene Wertschätzung des Weiblichen würde ich es nennen. In diesem, wenn man so im Neuen Testament mal so recherchiert, und ich habe das ja nun lange Zeit gemacht, dann ist mir aufgefallen, dass er spricht ja auch von der Pflicht zur Vergebung. Also wenn wir lernen, also unsere Sünden werden vergeben, wenn wir sie ans Kreuz bringen und Jesus ist für unsere Sünden gestorben, das ist nicht jesuanische Lehre. Das ist wirklich eindeutig paulinische Lehre und die hatte bei Jesus nichts zu suchen. Er sagt ganz eindeutig, 4 Schritte nennt er und die sind auch bis heute psychologisch stimmig. Erst einmal Schuldansicht. Ich muss vor mir wissen, ja, ich bin schuld. Zweite ist Schuldbekenntnis, nicht gegenüber Gott, Gott braucht es nicht, sondern gegenüber dem Menschen, an dem man schuldig geworden ist. Ich weiß, kennt ihr das Gleichnis? Ja, es ist ein Gleichnis. Also 2 Männer gehen zum Tempel, um zu opfern, und dann wird der eine gewahr, dass irgendwie sein Freund was gegen ihn hat. Und dann geht er hin und dann sagt er, und er soll hingehen, das erste reinigen. Und wenn er es gereinigt hat, dann mag er sein Opfer bringen. Wenn er meint, dass er das noch braucht, ob er bringt oder nicht, ist nicht, aber Gott braucht nicht das Opfer. Ja? Es geht um Bereinigung von Schuld und da geschieht göttlicher Wille. Und das reicht eigentlich. Aber gut, wenn er meint, soll er opfern. Ja, ist vielleicht für seine Psyche gut. Also, wenn es um Vergebung geht, dann gibt es immer Beispiele von Männern. Eigenartigerweise. Bei Frauen wird vergeben, ja, aber bei Männern fordert Jesus Vergebung ein. Und ich habe das Gefühl, dass der Jesu Umgang mit Männern sehr viel
strenger mit ihnen vorgeht. Und dafür will ich auch ein paar Beispiele geben. Also es zum Beispiel, Petrus fragt, Herr, genügt es, wenn ich 7-mal vergebe? Könnt ihr euch vorstellen, dass eine Frau sowas hier fragen würde? Dass sie zählt und dann, oh, bei 7 ist aber Schluss. Weiter. Ja? Fragt Petrus aber. Und Jesus sagt, nicht 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal. Ist natürlich auch wieder symbolisch, sondern also der Vergebung ist kein Ende. Ja? Und dann sagt Jesus, wenn wir heute sehen, was mit sexueller Gewalt, Vergewaltigung und so weiter und wie immer wieder darauf hingewiesen wird, dass die Frauen sich doch nicht so keck kleiden sollen und die Männer nicht verführen. Islam kennen wir alle, die Frau ist schuld, wenn sie sich nicht verschleiert und so weiter. Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat ihr gegenüber schon die Ehe gebrochen. Das reicht. So. Das heißt, es ist nicht die Frau, die dafür sorgen muss, dass der Mann nicht gereizt wird, sondern es ist sein geiler Blick auf sie, der das macht. Ganz eindeutig. Oder er sagt, wenn dich aber dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es raus. Ganz einfach. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren geht und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Da lässt er also ruhig diesen Höllenglauben erstmal stehen und sagt, die brauchen das, die müssen Angst haben davor. Ja, und den nutzt er und sagt es. Also für mich heißt es im Klartext, dann hack dein Glied ab, wenn du damit nicht umgehen kannst. Ja, das ist immer noch besser, als dass du die Frauen belästigst. Das heißt, er gibt hier die Verantwortung ganz eindeutig den Männern. Das war im Judentum wahrlich nicht üblich. Ja, und damit provoziert er natürlich das religiöse Establishment. Weil die waren es ja ganz anders gewohnt. Die waren immer im Recht und die Frauen waren immer die Schuldigen. Und ich will nochmal anmerken, eben im Nachtrag zu der Ehebrecherin, das ist jetzt meine ganz persönliche Interpretation, ich habe die nirgends gefunden, aber ich glaube, dass die Frau, die Jesus gesalbt hat, ihr kennt die Geschichte, wo er beim Pharisäer Simon zu Gast ist, da zu Tische liegt und die Frau kommt rein von hinten und weint und gießt ihre Tränen über seine staubigen Füße und trocknet mit ihrem Haar. Und dann nimmt sie kostbares Öl, salbt ihm die Füße und der Pharisäer hochnäsig, pff, wenn der wüsste, wer die da salbt. Ja, aber das soll ein Prophet sein, wenn er das nicht weiß. Ja, und Jesus durchschaut schon, was der denkt und sagt ihm, also hör mal, ich bin reingekommen. Du hast mir nicht mal Wasser gegeben, dass ich meine Hände wasche. Sie wäscht meine Füße. Du hast nicht mein Haupt mit Öl gesalbt. Du hast mir keinen Bruderkuss gegeben. Und sie küsst sogar meine Füße. Es wurde immer gefragt, wer war diese Frau? Und dann kamen sie natürlich immer wieder, wie immer bei solchen Sachen, bei Maria Magdalena. Das war dann die große Sünderin. Und dann gibt es die ganz lange, jahrhundertealte Geschichte, Maria die große Büßerin, Maria die große Sünderin und so weiter. Ich glaube, es war die Ehebrecherin, die in der Situation, als er sie befreite, keine Möglichkeit hatte, sich bei ihm zu bedanken. Und jetzt, vielleicht war das Haus dieses Pharisäers Simon in ihrer Nähe, und sie hört, Mensch, der ist da, hin. Und dass sie deswegen, aber wie gesagt, meine ganz persönliche Spekulation, die für mich Sinn macht. Denn sonst, wir haben von der Frau keinen Namen und keinen Anlass, keinen Grund, warum sie das macht. Aber ich finde, dass die Geschichte erzählt wird, das muss tiefer verankert gewesen sein. Ja? Und ich denke, das könnte sein, dass es so ist. Und wenn er stellt den Männern ein Vorbild vor Augen. Und wem stellt er vor Augen? Nicht die Frau, sondern er sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Malchut kommen oder in die Malchut. Ja? Da war vorausgegangen natürlich, dass sie die Kinder weggejagt hatten. Die Kinder, die kamen zu Jesus, sprangen um ihn rum und so weiter und er, nee, lass mal, der will seine Ruhe haben. Und dann sagt er, ja, lasst die Kindlein zu mir kommen. Und wehret ihnen nicht. Und dann sagt er dieses, wenn ihr nicht umkehrt. Und dann sagt er noch an einer Stelle, stellt er auch ein Kind in die Mitte und sagt, wer eines dieser Kleinen nur ärgert oder verletzt, ich weiß jetzt nicht genau, welcher griechische Begriff, also welches wirklich gute deutsche Wort passt. Wer eines dieser Kleinen ärgert oder verletzt, dem wäre es besser, ihm wäre ein Mühlstein um den Hals gehängt und er würde an der tiefsten Stelle des Meeres versenkt werden.
Ich habe so eine drastische Sprache, eine solche Strafe auch. Und nun stellt euch mal vor, was mit Kinderschändern passieren müsste, wenn wir uns an Jesus orientieren würden. Das ist nicht Liebe, Friede, Eierkuchen. Ja? Also gerade Kinder sind die Kleinsten, die Schwächsten, also die, die am meisten geschützt werden müssen. Und das kann man nicht, wenn man die 2 Monate in den Knast tut und lässt sie wieder raus. Damit sind die Kinder nicht geschützt. Also. Ach so, ja, bei dem Sauerteig ist noch was interessant. Auch wieder, das Reich Gottes ist gleich wie immer. Und dann kommen diese ganzen Gleichnisse. Und bei dieser, einmal ist es eine Frau, sie nimmt einen Sauerteig. Und ihr müsst wissen, der Sauerteig gilt bei den Juden als unrein, weil er gärt. Alles Gärend ist unrein und wird identifiziert mit einer menstruierenden Frau, die auch unrein ist, während sie menstruiert. Und nach der Menstruation, heute noch üblich bei den gläubigen Juden, muss alles, alles, aber wirklich alles, was sie berührt hat, gereinigt werden. Das heißt, wenn sie die Vorhänge auf oder zugemacht hat während der Menstruation, müssen die Vorhänge runter. Wenn sie über den Teppich gegangen ist, muss der Teppich gereinigt werden. Und es ist ein Terrorsystem, das sagte mir meine jüdische Freundin, ich hätte es gar nicht gewusst. Aber die hat es mir erzählt. Und wenn sie dann, also dieses Reinigungsbad, die Mikwa, hinter sich gebracht hat und es kommen nochmal irgendwie, es tröpfelt nochmal nach, dann muss alles, alles wieder von vorne beginnen. Das heißt, die Frauen werden beschäftigt noch und noch. Und dasselbe passiert heute in jüdischen Haushalten. Und ich war da zu Besuch. Und meine Freundin hat sich, also nicht in der Gegenwart der Mutter, die Mutter war eine fromme Jüdin. Und da war das eben so, dass das ganze Geschirr vom Tisch musste, wenn der Nachtisch kam, weil eben nicht Fleisch und Milch zusammengebracht werden dürfen. Ja? Also das heißt auch, keine Fleisch- und Milchprodukte. Also ich war in Israel im Kibbutz und da habe ich selber erlebt, also nicht selber, ich war nicht in der Küche, aber es wurde erzählt, da war ein libanesischer Koch und also der Kibbutz war kommunistisch, aber sie waren verpflichtet, 10% rechtgläubige Juden mit aufzunehmen. Und diese Rechtgläubigen, eine kleine Schar, haben die anderen terrorisiert. Denn ihr könnt euch vorstellen, Kommunisten heißt, die wollten wirklich nichts mit dem jüdischen Glauben wissen, haben nicht an den jüdischen Gott geglaubt, wollten auch nicht die Gebote einhalten und wollten gerne mal Schweinefleisch essen. Ich weiß, der, mit dem ich befreundet war, ich war auch in so einer Familie, war ich integriert, wir lebten ja etwas außerhalb, und der sagte, ach, sagt er, so ein schönes Schweineschnitzel oder eine schöne Bratwurst und so. Nee, sagt er, dürfen wir hier nicht. Ja? Ich sage, Mensch, ihr seid doch 90%, dann können die doch anderen ihrs auch. Nee, sagt er, das können wir nicht machen. Die 90% musste sich nach der 10%igen Mehrheit richten, auch was die ganzen Feiertage, die Ausstattung der Feste anbelangte. Und jetzt war in der Küche, die hatten Hotel angeschlossen, also Kibbutz und Hotel, und da war ein jüdischer Rabbiner, der rannte nur durch die Küche und spionierte dem Koch hinterher, ob er ja nicht gegen irgendein Reinheitsgebot verstieß. Und nun hatte der Rabbiner dem Koch vorgeworfen, er hätte eine Suppe gekocht, also mit Brühe, also Fleisch, Rinderfleisch ausgekocht oder Knochen, was weiß ich. Und da hatte er Nudeln reingetan und den Nudelteig hätte er mit Milch angerührt. Also hätte er dann in der Suppe Fleisch und Milch zusammengebracht. Und der Koch sagte immer wieder, nein, das habe ich nicht gemacht. Doch, doch, ich habe es gesehen und so weiter. Da hat der Libanese, hat den großen Stapelteller, hat er dem Rabbiner die Teller vor die Füße geknallt. Ja? Und das ging natürlich durch den ganzen Kibbutz. Ja? Dann blieb der Rabbiner ein paar Tage weg. Der Koch hatte seine Ruhe und ich habe dann nicht mehr verfolgt, wie es dann weiterging. Ja, also wir müssen wirklich im Kopf haben, ja, welches Terrorsystem mit dieser Religion ausgeübt wird. Und gerade die Frauen waren die Opfer. Und da ist dieser Umgang Jesu mit den Frauen unwahrscheinlich erstaunlich. Es gibt ja auch noch diese Geschichte von der blutflüssigen Frau, die Jesus hinterherläuft und irgendwie ihn am Kleid berührt. Und er hätte sofort gesagt, was fällt dir ein? Ich muss jetzt in durchs Reinigungsbad gehen. Ja. Und er, ich weiß nicht, was er ihr sagt. Also irgendwie, sie ist ganz verschüchtert und bittet um Verzeihung und er beruhigt sie und erheilte sie. Ja, ich glaube, 16 Jahre lang war sie blutflüssig und so weiter. Ja, das heißt, dass Jesus sich wirklich kontra das Gesetz stellte, so wie es die gängigen
Gläubigen in der religiösen Establishment, wie die das auslebten. Ja? Alles, was gärt. Und es durften ja auch deswegen in der Pessachzeit, musste aller Sauerteig aus dem Haus raus. Also nicht nur, dass sie nicht von Sauerteig gebackene Brote essen durften. Es musste alles raus, um jetzt gereinigt zu werden von dem Sauerteig. Und darum ist es eben so interessant, dass Jesus sagt, eine Frau nahm einen Sauerteig und so wie der Sauerteig wirkt, das heißt aus wenig, wird ganz allmählich wächst es, ja. Und damit wird dann Brot gebacken, das schmeckt uns gut. Und so ist es mit der Malchut. Ja, eine Frau nimmt was in die Hand, das ist klein und dann wächst es und so breitet sich dann die Malchut aus. Ja? Und ich meine, das ist eine Provokation für die anderen. Ein Sauerteig, eine Sau und dann noch eine Frau dazu. Und das als Beispiel, also ja, wir, wenn wir die Gleichnisse lesen, merken das überhaupt nicht. So, und jetzt noch, jetzt geht es an das Gottesbild Jesu. Und da ist natürlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn so beispielhaft, dass ich meine, mit diesem Gleichnis alleine hätte es eine völlig andere Theologie geben müssen. Ja? Und damit wir auch wirklich erfassen, was dieses Gleichnis bedeutet, möchte ich noch einmal zurückkehren ins Alte Testament, wo uns gesagt wird, wie man mit einem ungehorsamen Sohn umzugehen hat. Und das lesen wir in 5. Mose 21, 18 bis 21, also Deuteronomium. Wenn jemand einen widerspenstigen, ungehorsamen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und auch, wenn sie ihn züchtigen, ihnen nicht gehorchen will, so sollen ihn Vater und Mutter ergreifen und zu den Ältesten der Stadt führen und zu dem Tor des Ortes und zu den Ältesten der Stadt sagen, dies ist unser Sohn, er ist widerspenstig und ungehorsam, gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein Prasser und Trunkenbold. Also ihr seht, die Probleme mit den jungen Männern haben sich in Jahrtausenden überhaupt nicht verändert. Sie sollen ihn steinigen, alle Leute dieser Stadt, dass er sterbe. Das galt. Und das war auch, als es aufgeschrieben wurde, also dieses fünfte Buch Mose wurde ja in einem längeren Zeitraum aufgeschrieben. Man kann jetzt nicht nachhalten, genau welcher Teil wann, aber ungefähr im 6. Jahrhundert wurde danach weiter dran gearbeitet. Und es ist eine Verschärfung des zweiten Buches Mose. Da stehen ja eigentlich schon die Gesetze drauf, aber es wurde noch verschärft, noch drastischer. Das heißt, eine kleine Priester-Clique hatte das Interesse, die Gesetze so streng wie möglich zu halten und das heißt immer auch so menschenfeindlich wie möglich. Denn ich meine, ein widerspenstiger Sohn gehört ja fast schon zur guten Schule und daraus so ein Drama zu machen und den hinbringen und die anderen sollen den jetzt steinigen, muss man sich mal, welche Kälte von den Eltern verlangt wird, das zu machen. Ja, welche Eltern wollen sowas denn? Und das wird aber hier gesetzlich verordnet und dann auch Gott in die Schuhe geschoben, dass der das gesagt hat und dass der das will. Jetzt also kommt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Vielleicht lese ich das auch mal vor, weil man kennt es vage, aber es ist mir auch schon wichtig, dass das im ganzen Zusammenhang gesehen wird, wie das hier beschrieben wird. Das steht Lukas 15, 11, Vers 32. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Allein diese Frage ist eine solche Unverschämtheit. Erbschaft heißt, wenn jemand gestorben ist, hinterlässt er den Hinterbliebenen ein Vermögen, was er erarbeitet hat. Aber einfach zu sagen, der Vater ist noch gar nicht unter der Erde und überhaupt noch nicht tot, noch nicht mal krank, und sagen, Oma, gib mal rüber den Zaster, ich will mir jetzt schon ein schönes Leben damit machen. So eine Unverfrorenheit, dass ich mich wundere, dass der Vater das überhaupt macht. Ja? Aber wie gesagt, dieses Gleichnis beschreibt Gott. Gott, wie Jesus ihn sieht. Ja? Und er teilte Hab und Gut unter sie. Ja? Kein Widerspruch, nichts. Gut, wenn du das willst, kann ich auch jetzt schon aufteilen. Großzügig. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Es war also genau der Sohn, der vorher beschrieben hat, er war ein Prasser und Trunkenbold. Ja? Also so einen Sohn haben wir hier vor Augen.
Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und er ging hin, hängte sich an einen Bürger jenes Landes und er schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Also es war nicht in Israel, denn da wurden keine Säue gehütet. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Also der hat wirklich am Hungertuch genagt. Ja? Das heißt, er hatte seine Bleibe bei den Säuen, aber noch nicht mal die Nahrung. Also er kehrt jetzt in sich. Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Hülle und Fülle haben, und ich verderbe hier vor Hunger? Also er kennt ja irgendwo, wieso, bei meinem Vater geht es doch den Knechten gut. Und ich bin hier Knecht und mir geht's dreckig. Was soll das? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich deinen Tagelöhnern gleich. Also es heißt, erster Schritt, Einsicht. Ja? Ist schon mal gelaufen hier. Er machte sich auf zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief hin, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. So, nun frage ich euch, ist das Verhalten eines Vaters zur damaligen Zeit? Ich habe mir extra Literatur gekauft über das Vaterbild in der Antike. In Israel, in Rom, in Ägypten, in Griechenland. Und überall habe ich dasselbe gelesen. Der Vater verlangte von seinem Sohn erstmal absoluten Gehorsam. Er verlangte, dass er in die Fußstapfen des Vaters trat. Das heißt, wenn der Vater in der Armee war, musste der Sohn auch in die Armee. Der hatte keinen freien Berufswunsch und konnte nicht Künstler oder sonst was werden. Und wenn der Vater halt einen Bauernhof hatte, musste er den Bauernhof weitermachen. Also es gab kein Abweichen. Und wenn Jesus sowas erzählt, in dieser Zeit, als dieses Vaterbild gültig ist, dann fassen sich die am Kopf. Was soll das für ein Vater sein? Und ich meine, würde das ein Vater machen? Der kommt, der ist stinkend, der ist zerlumpt, der ist dreckig, der hat sich Tage, Wochen lang überhaupt nicht gewaschen und dem fällt er um den Hals und küsst ihn. Wer würde sowas machen? Eine Mutter würde das machen und das wäre auch gesellschaftlich akzeptiert, wenn sie das machen würde. Ja, weil er steckt ja seine ganze Emotionalität in dieses Verhalten, das war eines Vaters unwürdig. Und das würde in der damaligen Zeit kein Vater gemacht haben. Das heißt, Jesus zeichnet einen Vater, den es faktisch nicht gibt, den er aber fördern will. Einen Vater in mütterlichem Kleid oder in der mütterlichen Gesinnung oder in mütterlichem Wesen, wie auch immer. So, er küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Also er bekennt seine Schuld. Und nun kommt die Vergebung, nicht indem der Vater sagt, na gut, mein Sohn, ich verzeihe dir, wenn du... Eigentlich hätte der Vater fragen müssen, hör mal, mein Junge, was hast du mit dem Geld gemacht? Leg mal erstmal Rechenschaft ab. Und wie stellst du dir deine Zukunft vor? Ja? Was meinst du? Was willst du hier machen? Er lässt den Jungen gar nicht ausreden. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Der Ring an der Hand war ein Siegelring und bedeutet, dass er in voller Geschäftsfähigkeit eingesetzt wurde als Sohn des Vaters. Das heißt, der Siegelring, er konnte Geschäfte, Verträge abschließen mit diesem Siegelring im Namen des Vaters. Und Schuhe an die Füße, das heißt, Schuhe hatten eigentlich nur die höheren. Die anderen gingen barfuß oder hatten irgendwie so verlotterte Sandalen oder was. Schuhe konnte sich niemand leisten. Und damit war er schon ausgezeichnet als was Höheres. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Es geht immer dieses verlorene Wiederfinden. Der hat den Sohn, der Schatz im Acker, diese wiedergefundene Wertschätzung des Weiblichen dahinter. Ja? Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Felde. So, das ist jetzt, der ältere Sohn steht symbolisch für Pharisäer und Schriftgelehrte, für die Strengen. Ja? Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen Knecht und fragte ihn, was da wäre.
Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn rein. Er antwortete aber und sprach zu ihm, Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Das war genau der Wunsch der Pharisäer, nie eines der Gebote zu übertreten, alle Gebote einhalten. Ja? Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich hätte feiern können. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Das heißt mit anderen Worten, Junge, du hättest doch feiern können. Warum hast du denn nicht? Ja, das heißt, er hatte ein anderes Vaterbild, der Sohn. Er meinte, das hätte der Vater ihm geben müssen. Aber er sagt, ja, wieso, was mir gehört, gehört doch dir auch. Das ist doch hier deins. Hättest du doch deine Freunde eingeladen, hättest du doch gefeiert. Wusste ich doch gar nicht, dass du das wolltest. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und guten Mutes, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. So. Und ich meine, wenn der christliche Glaube einen solchen Vater verkündigt hätte und nicht dauernd so eine Mischung aus liebendem Vater und göttlichem strafenden Richter, der die Menschen bedroht mit sonst was, womit die Seelen so verseucht worden sind und solche Ängste tief eingesenkt wurden. Wir haben gerade gesprochen über eine gemeinsame Freundin, die wir begleiten und wo wir wissen, die in den allertiefsten Schichten, da kommt man schon gar nicht mehr ran. Da sind Ängste verborgen, die zugeschüttet sind und aber dann doch irgendwann aufbrechen. Ja, und wenn es vom Tod ist, dass man letztlich doch noch in der Hölle landet, an die man ja glauben gelernt hat. Ja? Ich denke, da wäre vieles anders gewesen. Dieses Bild ist von einem protestantischen Offizier 1942 in Stalingrad mit Kohle gemalt worden. Er hat so eine Militärkarte gehabt und die Rückseite, wir hatten ja kein Papier und nichts, ja. Und dann hat er eben verbrannte Kohle, angebranntes Holz oder was genommen und hat damit diese Kohlezeichnung gemacht. Als Protestant wollte er seinen untergebenen Soldaten, die ja nun da in Stalingrad in Dreck und Schlamm lagen, Weihnachten 1942, wollte er ein Geschenk machen. Und da hat er ihnen dieses Bild gemalt. Dieses Bild ist dann auf Umwegen nach Deutschland gekommen und dann hat Arno Pötzsch der war so angeregt und so ergriffen von diesem Bild und von dieser ganzen Geschichte. Dieser Offizier ist dann wohl noch erst 1946 gestorben, natürlich an den Kriegsfolgen, und der war so ergriffen von diesem Bild, dass er einen Gedichtband gemacht hat über die Madonna von Stalingrad. Bitte.
Danke. Wir kennen alle das Bild von der sogenannten Schmerzensmutter. Die Mutter mit ihrem Sohn auf dem Schoß sei ja nun im Krieg gefallen. Wir haben 100.000 oder Millionen Gründe, warum Mütter in der Welt klagen über den Umgang des Patriarchats mit ihren Söhnen. Wir haben das in der Lateinamerika, da haben wir alle naslang irgendwelche Demonstrationen. Die Söhne sind verschwunden und das heißt auch die Brüder und Väter und so weiter, die von dem jeweiligen Terrorregime umgebracht worden sind. Und dafür steht eben halt dieses Bild. Und ich bringe das jetzt in Verbindung mit Jesu Gang ans Kreuz. Und was viel zu wenig beachtet wird, ist, dass die letzte Rede, die letzte öffentliche Rede, die Jesus überhaupt gehalten hat, er nur noch und ausschließlich an die Frauen richtet. Und ich frage mich, warum das in der Theologie nicht mehr betont wird und ausgedeutet wird. Es wird einfach übergangen. Ja? Und das steht bei Lukas 23, Vers 27 bis 31. Also, als sie ihn abführten, ergriffen sie einen, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, dass er's Jesus nachtrüge. Es folgte ihm aber eine große Volksmenge und viele Frauen, die klagten und beweinten ihn. Das heißt, die Frauen wussten, wen sie hier verloren. Nämlich einen, der auf ihrer Seite stand, einen Muttersohn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und eure Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, da wird man sagen: Selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben. Das heißt, es knüpft wieder an die Geburt Jesu, an die Mariengeschichte. Und nun ist also das Gegenteil. Und die Brüste, die nicht genährt haben, dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen: Fallet über uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn was, wenn man das tut am grünen Holz, was wird am dürren werden? Mit anderen Worten, wenn man mit mir schon so umgeht, wie ihr es ja seht, wie wird man dann mit euch umgehen? Und es ist Lukas, der das überlebt. Eine Seligpreisung der Unfruchtbaren. Ja? Damit wird alles praktisch zurückgenommen, was vorher aufgebaut war. Und Jesus erkennt am Ende seines Lebens, und das ist, widerspricht allem, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Jesus wollte nicht ans Kreuz. Und er erkennt auf einmal, wenn die so mit mir umgehen, was wird dann mit den Frauen passieren? Und das ist seine letzte Sorge. Und er sagt ihnen, wie sie sich verhalten sollen. Das heißt, sie können nicht auf eine rosige Zukunft hoffen und nun bricht das Reich Gottes aus. Nein, das dauert noch. Das wird ihm hier klar. Und ich werde in meinem nächsten Vortrag, werde ich dann noch weiter auf dieses Thema eingehen. Also, hier kommt das Bild der Schmerzensmutter. Das ist am Ende der Bibel. Und wenn wir nun wieder in die Mythologie gucken, dann ist die Schmerzensmutter, durchzieht die ganze Antike. Ihr wisst die Geschichte von Demeter und Kore. Kore wird begehrt von Hades, wird in die Unterwelt entführt. Und Hades ist der Bruder von Zeus. Und Zeus ist der Bruder von Demeter. Das heißt, es sind ihre eigenen Brüder. Und der Zeus fragt bei Demeter nach: Hör mal, der Hades möchte gerne deine Tochter heiraten. Und gib sie ihm doch, ist doch ein vernünftiger Ehemann. Und sie so: Um Himmels Willen, meine Tochter, die soll ins Totenreich, die Sonne nicht erblicken, kein Licht, keine Freude, das tue ich meiner Tochter nicht an. Und da der Hades aber nun mal die Kore begehrte, das heißt, der Onkel begehrt seine Nichte, ganz altes Schema, ja, sexueller Missbrauch innerhalb der Familie, immer schon gewesen, er entführt sie, also Kore spielt auf der Wiese mit ihren Freundinnen, und dann entdeckt sie die wunderschönen Narzissen und pflückt sie und kommt immer weiter weg von den Freundinnen, also aus ihrem Schutzbereich raus. Und dann kommt Hades eben mit seinem goldenen Wagen aus der Unterwelt gefahren, greift sie vom Feld, entführt sie in die Unterwelt. Und als Demeter nach ihrer Tochter ruft, ist sie nicht mehr da. Die Freundinnen wissen nicht, wo sie ist. Und Demeter sucht. Sie geht zum Sonnengott Helios, sagt: Du siehst doch alles. Weißt du nicht, wo meine Tochter ist? Ja, die ist in der Unterwelt.
Und dann geht sie zu Hekate und die kann ihr nicht helfen. Und die sagt, du, ich sehe nur in der Nacht. Ich bin die Göttin der Nacht. Ich weiß nicht, was bei euch am Tag passiert. Auf jeden Fall, sie sucht. Sie denkt, sie kann sie irgendwie finden. Und dann wächst auf der Erde nichts mehr. Das heißt, die trauernde Mutter bewirkt, dass es auf der Erde unfruchtbar wird, dass es keine Nahrung mehr gibt. Das heißt, die Trauer der Mutter hat Folgen für das gesamte System. Und ich denke, wenn die Mütter weltweit sich ihres Grundes zur Trauer bewusst würden und sich zusammenschließen könnten, das würde was verändern. Das würde was verändern. Es ist die Frage, wie weit identifizieren wir uns mit dem Weiblichen, einmal mit der weiblichen Transzendenz, und wie weit identifizieren wir uns mit den leidenden Müttern in unserer Kultur. Und davon gibt es wahrlich genug und aus sehr unterschiedlichen Gründen, die aber alle letztlich im patriarchalen System bzw. in der patriarchalen Familienkonstellation begründet sind. So. Und wie gesagt, es gibt noch viele andere. Es gibt auch die Clytemnestra noch, die um ihre tote Tochter trauert, die der Vater für den Krieg geopfert hat. Ja? Und das sind ja alles nicht irgendwie einmalige historische Aussagen. Im Mythos wird ja ein Seinszustand in einer Gesellschaft oder gängige Verhaltensweisen werden ja da thematisiert. Und hier im ersten Demeter-Mythos wird ja thematisiert, dass irgendwann die Tochter der Mutter entwendet, entführt wurde, um sie in der patriarchalen Ehe gefangen zu halten. Und damit die Beziehung von Mutter und Tochter, die als ungemein wichtig, als grundlegende Beziehung überhaupt verstanden wurde, die durfte nicht getrennt werden, die Mutter-Tochter-Beziehung. Ja? Weil das war die Reihe der Ahnen und da ging das Leben weiter. Und das ist gemacht worden durch das Patriarchat. Im Patriarchat ging es ja auch nicht darum, dass wenn Mann und Frau sich lieben, dass sie dann zusammenleben wollen. Das ist ja alles Blödsinn. Das ist ja spätere Romantik gewesen. Es ging darum, dass dem Mann eine Frau für seine sexuelle Befriedigung gegeben werden sollte. Und damit er nicht eben über alle Dörfer geht, sollte er seine eigene Frau kriegen. So, das heißt, die Frau war Besitz des Mannes. Und er konnte über sie verfügen, er konnte bestimmen, was sie tun durfte, was sie nicht tun durfte, wo sie hinging, ob sie überhaupt raus durfte. Bei den Griechen durfte sie schon gar nicht mehr rausgehen aus dem Haus. Da war sie beschränkt. Die römische Frau hatte ein paar mehr Rechte. Die konnte auch auf der Straße sich bewegen, die griechische Frau aber nicht. Wenn sie rausgehen würde, wäre sie sofort eine Hure. Und welche Frau wollte das schon sein? Und alles solche Diffamierungen des Weiblichen wurden ja benutzt, um sie in ihren Grenzen zu halten. Und bei Clytemnestra heilt noch dieser Ruf in der Eurystie. Da klingt es noch, sie schreit, meine Tochter, wo ist meine Tochter? Weil ihr Mann, der Agamemnon, sie eben, wie gesagt, geopfert hat für Winde, damit seine Kriegsflotte auslaufen kann. Das heißt, ihm ist der Krieg wichtiger als die eigene Tochter. Und er war selber ja vorher schon, er hat ja schon von der Clytemnestra den ersten Mann umgebracht und ihren Sohn umgebracht, um an Clytemnestra ranzukommen. Warum? Weil sie die Tochter des Königs von Sparta war. Und er wollte den König thronen. Das geht um die Herrschaftsmacht. Und das Erbe lief noch über die weibliche Linie. Also da war noch ein Restmatriarchales erhalten geblieben. Also musste er praktisch das, was ihn hinderte, Clytemnestra sich zu greifen, das war nicht die große Liebe zu Clytemnestra, die ihn dazu veranlasste, sondern es war die Machtgier. Nur im griechischen Mythos, den wir heute noch kennen, wird alles das weggelassen bei dem Aeschylus, der diesen Mythos schreibt. Der stellt den Agamemnon als den großen Helden dar, der den Krieg in Troja angeführt hat und das Siegreiche hier zurückgeführt hat und so weiter. Und da ist dann Clytemnestra die Böse. Warum? Ihre Tochter ist getötet worden und sie hat die heilige Pflicht, nach matriarchalem Verständnis, das zu rächen. Das darf dem Mann nicht durchgelassen werden. Und da ist der Ehemann nicht über der Tochter, sondern die Mutter-Tochter-Beziehung ist die grundlegende Beziehung, das hatte ich ja schon am Anfang gesagt, die absolut nicht zerschnitten werden darf. Das Band ist wichtig, das ist ein heiliges Band. Und da kommt nun der Agamemnon aus dem Krieg zurück. Und er wird von ihr getötet, hingerichtet. Sie hat sich noch einen Geliebten genommen, der ihr hilft dabei. Ja, er wird getötet. Und daraufhin, der Gott Apoll, der nun ein patriarchaler Gott war, nämlich der Sonnengott, der veranlasst den Orest, den Sohn des Agamemnon und der Clytemnestra, veranlasst ihn, du musst deinen Vater rächen. Der wollte das gar nicht.
Aber es wird ihm eingeredet, du bist nur dann ein Mann, wenn du deinen Vater rächst. Aber Klytämnestra wird vorgeworfen, sie hätte Vatermord begangen. Aber Vatermord ist es nur aus der Perspektive des Sohnes. Das heißt, hier wird die Perspektive von Vater und Sohn installiert und die weibliche Perspektive fällt hinten runter. Denn sie hatte keinen Vatermord begangen, sie hatte Gattenmord begangen. Und darauf stand keine Todesstrafe. Sie waren ja nicht blutsverwandt. Ja? Das hätte nicht sein dürfen. So, und das wird uns mit dieser Geschichte, das macht dieser Aeschylus, erschönt das Bild des Mannes, dessen Sünden fallen hinten runter, erschwärzt das Bild der Frau ein, sodass die nun getötet werden muss und bringt den Sohn in die Bedrulle, der wahnsinnige Schuldgefühle kriegt. Ja? Und das heißt, die Erinnien jagen ihn, also die uralten Rachegöttinnen. Das ist ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Er wird wahnsinnig verschuldet. Ja? Und dann soll er zur Athene gehen. Athene ist aber nun die Vatertochter, die aus dem Haupt des Zeus geboren ist, ja? Die nun von der Mutter nichts wissen will, also das ganze Mutterrecht schon abgelegt hat, das Zeiten des Übergangs. Und die führt nun diesen Gerichtsprozess. War der Muttermord berechtigt oder war er das nicht? Und Klytämnestra konnte sagen, nein, es war kein Muttermord. Es war die Rache dafür, dass er meine Tochter umgebracht hat. Und vorher schon meinen Sohn und meinen Gatten, den ich geliebt habe. Ja? Und dann ist Athene, diese Vatertochter, die dann den Stein wirft und sie hat die letzte Stimme. Sonst ist es eine Pattsituation. Es sind also gleich viel patriarchale und matriarchale Gottheiten in diesem Prozess anwesend. Und dann ist Athene letztlich, sagt sie, ja gut, ich habe ja nun den Vorsitz und ich habe meine Stimme noch zurückgehalten, die ist noch nicht in dem Topf drin und ich entscheide mich für den Orest. Und er hat es richtig gemacht und so. Und das, dieses Stück, wird als Grundlage unserer Demokratie hochgejubelt. Und ich sage, genauso sieht die Demokratie auch aus. Dass das unsere Grundlage ist, das muss man sich mal vorstellen. Hört man immer wieder. Und nun, weil von nun an dürfen die Menschen selber richten. Das heißt, das Gottesgericht wird abgeschafft und die Menschen können selber richten. Das heißt, die Männer dürfen jetzt alleine richten. Denn die ganze Justiz war jahrhundertelang nur in den Händen der Männer. Ja? Und da ist der Umschwung. Und das ist, diese Männerjustiz ist Grundlage unserer patriarchalen Kultur. Da ist ja was Wahres dran. Kann man nicht leugnen. Doch wir dürfen das nicht merken, was mit dieser Herrschaftsmacht des Mannes los ist. Die Mythen, die uns ja nun davon noch berichten, wenigstens haben wir noch die Überlieferung, die haben wir bei uns ja nur noch ein bisschen in Adam und Eva und ein paar Bruchstücken, wo wir das mühsam zusammenklauen müssen. Aber diese ganzen Mythen, die davon berichten, die werden ja jetzt in unserer wissenschaftshörigen Gesellschaft als Lügenerzählungen hingestellt. Da wird ja nicht gesagt, da ist sehr viel Wahrheit drin, die muss man rauskristallisieren, da muss man deuten, um an die Bedeutung heranzukommen. Das wird uns ja nicht gesagt. Also Mythos steht heute für Lüge. Gleich, das ist ein Synonym praktisch. Ja? Und ich finde das einfach unwürdig und da werden wir verdummt und ja, verungeistigt, sag ich mal. Ja? Das heißt nämlich, dass Männerdenken heutzutage ganz allein Wahrheit ist. Wahrheit ist praktisch männlich definiert, obwohl es dann auch die Wahrheit heißt. Ja? Und die ganze Wissenschaft, wenn wir uns anschauen, wie mit Frauen in der Wissenschaft umgegangen wird, wie die bis zum Schluss deren Erkenntnisse, auch wenn die Barbara McClinton, die hat einen Nobelpreis gekriegt, ja? Aber erst 30 Jahre später, weil sie, nachdem ein Mann das auch erkannt hatte, was sie erkannt hatte, nämlich diese sogenannten springenden Gene, ja? Danach, war schon 30 Jahre nachdem sie das entdeckt hat, war schon eine alte Frau, da kriegt sie plötzlich den Nobelpreis dafür. Warum? Weil ein Mann das bestätigt hat. Und ihre Clique, mit denen sie da im Labor gearbeitet hat, die haben sie ausgelacht. Die haben gesagt, auch die komische Alte. Ja, ich will jetzt hier gar nicht weiter reingehen in diese Geschichte. Ja? Ich will einfach nur aufzeigen, wie wir durch Männerdenken beherrscht werden und wie auch unser ganzes Wertsystem vom Mann abhängt. Wenn er sagt, das ist gut, das ist richtig, das ist wahr, dann ist es das. Aber wenn wir das sagen, dann zählt es überhaupt nicht. Ja?